Man konnte Sylvester Stallone bereits als Judge Dredd erleben oder auch kurz in Guardians of the Galaxy 2 oder seine Stimme hat er verliehen in The Suicide Squad. Nun kehrt er zurück in die Welt der Comic-Verfilmungen und seit Freitag kann man sich seinen neuen Film dahingehend auf Amazon Prime Video anschauen. Und damit geht es hier jetzt um Samaritan. Einst waren es die Brüder Nemesis und Samaritan, die ein grausames Schicksal erleiden mussten. Als die Menschen aus Ängsten vor ihren übermenschlichen Kräften versuchten, sie zu ermorden und dabei aus den Brüdern Waisen machten. Während der eine versuchte fortan, seine Fähigkeiten für das Gute einzusetzen, war der andere von den Gelüsten nach Rache überzogen und pflasterte die Straßen der Großstadt mit Blut sowie Leichen. Und so wurden aus Brüdern erbitterte Feinde, die sich eines Tages gegenüberstanden. Seitdem sind viele Jahre ins Land gezogen und niemand weiß, was wirklich aus Samaritan und Nemesis wurde, während erneut soziale Unruhen auf den Straßen ausbrechen. Doch dann macht der 13-jährige Sam eine ganz besondere Entdeckung in seinem Nachbarn Joe. Samaritan geht 102 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und ist seit dem 26. August 2022 auf Amazon Prime Video streambar, ist Action-Thriller, auch so ein bisschen Superheldenkost und war ursprünglich ein Film, der fürs Kino konzipiert war, aber dann wurde er MGM als Studio durch Amazon Prime Video übernommen, aufgekauft, schrägstrich akquiriert und dementsprechend können die auch entscheiden, ob die Filme ins Kino bringen, das wollen sie ja beispielsweise bei der Bond-Reihe weiterhin definitiv tun, oder ob sie Filme direkt auf der hauseigenen Streaming-Plattform veröffentlichen und so ist zweiteres bei Samaritan. Passiert, dass sich jetzt ein Sylvester Stallone in dieser Welt wiederfindet, der Superhelden ist gar nicht so neu, wie eingehend erwähnt und dennoch war ich gespannt, was mich mit Samaritan erwartet, weil ich diese Ausgangsgeschichte eigentlich mag. Ein 13-jähriger Junge trifft seinen Nachbarn und erfährt, dass der irgendwie anscheinend besondere Fähigkeiten hat und der wiederum scheint der ganzen Superhelden-Daseinsberechtigung den Rücken gekehrt zu haben. Also eine Ausgangssituation von einem Helden, der so runtergerockt ist, abgewetzt ist und Sylvester Stallone hat oft eine ganz eigene Aura, eine ganz eigene Präsenz, wenn er einen Raum betritt und da passt das einfach sehr gut zusammen, dass ich dachte, ah, das gibt so ein paar Hancock-Vibes auf der einen Seite. Und dann haben wir eine Geschichte, die bedient sich so ein bisschen. Wir haben eine große Stadt, wir haben Unruhen auf den Straßen. Wir brauchen irgendwo einen Helden, der diese Stadt vielleicht rettet und ein Bösewicht, der auftaucht und das ganze Verderben dieser Stadt noch weiter in den Abgrund treiben will. Erinnert so ein bisschen an Gotham City, erinnert an die Christopher Nolan Dark Knight Filme. Und vor allem, wenn man dann einen Bösewicht hat, der auch noch mit Ledermantel rumrennt und Maske auf und leicht verzerrter Stimme, bekommt man so ein bisschen einen Gedanken in Richtung Bane. Und dann wirkt er insgesamt Samaritan so, als hätte man sich bei großen Vorbildern bedienen, kann aber leider ehrlicherweise die Qualität dieser nicht erreichen. Das liegt an vielen Dingen. Während der Film für mich interessant aufstartet, hätte ich mir beispielsweise gewünscht, dass es kein FSK 12 Film ist, weil viele Konfrontationen sind durchaus wuchtig gefilmt und man versucht diese Wucht durch Schnitte, die dann oft zu schnell sind und ein Rausreißen zu erzählen, anstatt wirklich mal Blut spritzen zu lassen, die Kamera drauf zu halten oder wenigstens mit einem cleveren Sounddesign zu agieren, finde ich das hier teilweise immer wieder unglücklich gelöst. Klar, Sylvester Stallone ist auch nicht mehr der jüngste. Action muss dann nicht immer für ihn so umsetzbar mehr sein. Mit der Physis vorbei ist zuletzt, wenn es um das reine Blut geht, bei einem Rambo-Film auch gezeigt hat, dass das nach wie vor möglich wäre. Das finde ich zum einen unglücklich gelöst. Nachdem der Film gut reinstartet und vor allem eine gute Chemie zwischen diesem Jungen und zwischen Stallone aufbaut, ist es vor allem ein Schurke, dessen Herkunft nicht so ganz klar wird, dessen Figur zu eindimensional gezeichnet wird, woher auch die Möglichkeit kommt, bestimmte Kräfte zu adaptieren, sich für mich ehrlich gesagt nicht gut genug transportiert. Dann geht es beispielsweise um eine Art artefaktische besondere Waffe, die einfach nur irgendwo in einer Asservatenkammer liegt und man sich fragt, okay, die konnte innerhalb von einer Minute gefühlt gekapert werden. Warum ist eine solch wichtige und bedrohliche Dinge-Sache nicht ganz woanders viel sicherer untergebracht als dort? Und vor allem entwickelt sich der Film zu einem Finale hin, wo ich dachte, oh, das ist echt lächerlich und ist absurd, weil da auch vor allem die Effekte ziemlich mau werden hinten raus und wir im Grunde auch manchmal Sequenzen haben in einer Flammenhölle, in der gefühlt 1500 Grad oder so sein müssen, aber man noch ganz locker flockig so Gespräche führen kann. Und man sich denkt, ja, das tun aber hier auch Menschen, die keine Superkräfte haben. Wie ist das möglich? Und da ist es einfach so eine gewisse Mixtur aus, ey, startet eigentlich gar nicht uninteressant rein und baut dann kontinuierlich ab, sodass ich bei Samaritan dachte, ach verdammt, ich hätte mir da ehrlich gesagt mehr gewünscht. Und deswegen bin ich eher enttäuscht, nachdem ich mir die Nummer angeschaut habe. Reden wir kurz über den Cast Sylvester Stallone. Ich habe schon gesagt, das ist einer, der hat eine gewisse Aura und der hat, glaube ich, auch Bock, seine Geschichten zu erzählen, seine Filme zu machen. Und der kann so einen Raum füllen. Ich finde auch so ein paar Nebenideen ehrlicherweise ganz sweet gelöst, dass er eben einer ist, der sich irgendwie
irgendwie kühl halten muss. Da entstehen so ein paar witzige Momente raus und auch diese auf seine Grumpiness und wenige Worte reduzierte Figur ergibt natürlich einen Kontrast zu diesem Jungen. Und da muss ich sagen, macht Jaden Walton als Sam Cleary einen ganz guten Job, weil der in einer Großstadt quasi aufwächst, gerade in der Pubertät, wo Gut und Böse um jede Straßenecke gefühlt aufeinander trifft und man ganz schnell in den Abgrund gezogen werden kann oder eben vielleicht auch den richtigen Pfad begehen kann mit einer Mutter an der Seite, die versucht, das Richtige zu machen. Und immer dann, wenn so dieser familiäre Gedanke und das Richtige zu tun, diese Verbindung zu diesem Nachbarn aufbaut, gibt es quasi so eine dramatische oder gesellschaftliche Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, da steckt ehrlicherweise was drin. Und vor allem auch die Chemie zwischen diesem Jungen und zwischen Sly sind so in der Kombination, wenn die beiden voneinander lernen und der eine vor allem in einem Fan da sein versucht, Dinge herauszufinden, wo man denkt, hey, das ist eine interessante Paarung und auf deren Weg könnte man echt eine Geschichte erzählen. Aber dann geht es eben Richtung sehr absehbarer 0815 Schurken und dessen Handlangergeschichte, wo ich dann denke, okay, da zeichnet sich dann nichts mehr ab, sodass der Film in der zweiten Hälfte viel zu generisch agiert und auch diese Chemie irgendwann nicht mehr abgerufen wird, weil sie im Grunde nur noch diese Handlung entlang getrieben werden. Und dann liegt das eben leider an Pilou Aspect, dessen Aura erst einmal voll da ist, aus Game of Thrones beispielsweise, kennen ihn sicherlich die meisten, hier als Cyrus, einer, der so einfach eben strukturiert ist und zum Aufruhen aufruft und wir im Grunde nur entgegengeworfen bekommen, er ist gegen diejenigen, die einfach nur die Reichen beschützen und nicht das Richtige tun aus deren Sicht. Das ist mir zu wenig Motiv und zu wenig Geschichte. Ich glaube, 10 Minuten mehr Abstecher in seine Kindheit, weil so Dinge auch angedeutet werden, warum er vielleicht so ist, wie er ist, aber wir das nur in einem Nebensatz erfahren, ist mir ehrlicherweise gesagt zu mau und zu wenig, weil man aber trotzdem von der Atmosphäre dieser Stadt und allem, was man aufbaut, erwarten könnte, dass man diese Figur besser erzählt, wenn man das eben auch mit diesem Jungen tut und wenn man das mit Samaritan tut, denke ich, hier ist einfach leider Potenzial vergeben worden, weil da steckt ein besserer Film drin, aus meiner Sicht. Rein technisch die Kameraarbeit, wie gesagt, ein FSK 12 bzw. PG-13 in den USA zu haben, ich glaube, ein R-Rated-Movie, ein FSK 16, vielleicht sogar 18. Ganz ehrlich, Amazon hat damit da gute Erfahrungen mit The Boys gemacht in Serienform. Warum nicht dann auch hier? Hier braucht es für mich ein FSK 12-Welt, was Superhelden angeht. Ehrlich gesagt nicht mehr, als ich von Marvel Cinematic Universe und teilweise von DC bekomme. Ich mag da ehrlicherweise, wenn ich schon so einen raffen Ton anschlage, auch ehrlich gesagt lieber eine stärkere, eine heftigere und auch dreckigere Gangart, weil grundsätzlich der Look, den wir mit der Kamera einfangen, schon darauf hoffen lässt, dass wir das auch kriegen. Stattdessen bleiben die Kämpfe so sehr unblutig, dass ich es persönlich schade finde und werden stattdessen zu oft zu unterschnitten. Ansonsten mag ich die Farbpalette, die Tristesse, diese Kälte, die über diesem Film liegt. Und da, finde ich, sind eben wie so oft bei Samaritan richtige Ansätze und dann nicht mehr richtig ausgeführt. Das Szenenbild ist so die Anonymität der Großstadt und dieser Moloch, ich habe ja schon gesagt, so eine Anlehnung an Gotham City, machte sich zumindest in meinem Kopf breit. Die Musik ist so weit okay, ehrlicherweise, fügt sich so für mich immer wieder so den Handlungssträngen ein. Da habe ich jetzt nichts großartig Positives oder Negatives zu erwähnen. Das Kostüm und Make-up für mich so ein bisschen eben beim Schurken gefühlt an Bane angelegt. Ansonsten abgerockt, praktisch, zeitlos gehalten. Bin ich mit den Effekten in weiten Teilen relativ unzufrieden. Hier und da sehen sie ganz gut aus, aber gerade in den kritischen Szenen und Key-Momenten immer wieder viel zu schlecht, ehrlicherweise. Muss ich dann ganz am Ende sagen, dass Julius Avery, der auch unter anderem Operation Overlord, der echt ein abgedrehter Film war und den ich grundsätzlich mochte, oder Son of a Gun gemacht hat und vorher Kurzfilme, hier wohl um die 50 Millionen Dollar Budget in die Hand bekommen hat. Und dafür ist dieser Film einer, wo man, glaube ich, hätte mehr rausholen können und rausholen müssen. Ich mag die raue Art, ich mag diesen Mix aus gefühltem Hancock und Batman The Dark Knight Rises, die Chemie zwischen Stallone und Walton und diese Atmosphäre, die in dieser Stadt herrscht. Das ist eigentlich ein guter Nährbund, um eine Geschichte zu erzählen, die auch ein bisschen tiefer greift. Aber man ist dabei, hat dabei einen Film gemacht, der zu sehr auf eine vielleicht auch zu sehr jüngere Zielgruppe mit abzielt, dadurch seine eigentliche Tonalität und Möglichkeit verliert. Zu absehbar, zu einfache Antagonisten, mal wieder leider, was ich immer wieder schade finde. Und ein wirklich schwaches Finale mit grausigsten Effekten aus meiner Sicht ergeben dann leider nur einen Film, wo ich noch sehr gnädig bereit bin, ihm aus diesem Mix aus Superhelden, Action, Thriller 6 von 10 möglichen Punkten zu geben und auch insgesamt 5 von 10 möglichen Punkten, wobei ich den Hang nach unten merke und das meiste, wo ich dann sage, warum ich so gerne dabei bin, zu sagen, ich bin noch bei 6 von 5, das liegt an Stallone und das liegt an Walton und das liegt an den beiden in der Kombination, ehrlicherweise. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu Samaritan. Könnt ihr euch seit Freitag auf Amazon Prime Video anschauen. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann schreibt doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.